Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli, und zwar zum Video Nummer 100. Ja, das wird doch mal ein Jubiläum. Ich habe ja so ein ähnliches Video schon gemacht zum Video Folge Nummer 50. Und da will ich euch mal ein bisschen was erzählen, was so als nächstes anliegen wird, was als nächstes kommt. Und ihr seht es ja schon, eine recht ungewöhnliche Perspektive. Viele werden diese Ansicht gar nicht kennen, die ich jetzt hier gerade habe. Das heißt, ich nehme mich ja gerade schräg von oben auf in meiner Männerhöhle jetzt hier. Und vielleicht mal zur Verständigung, ihr steht sozusagen auf den zweiten Teil meiner Anlage. Das habe ich damals irgendwo um die Folge 50. Ich müsste es mal raussuchen. Ich verlinke es euch auch hier wieder oben in der Ecke. Und ja, da habe ich das mal gezeigt, wie ich das gebaut habe. Und das wird natürlich jetzt irgendwann in dem Jahr auch anfangen, dass ich den zweiten Teil der Anlage anfangen werde zu bauen. Das heißt, ich versuche wieder ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich habe es ja auch gemerkt, wenn ich Projekte angehe, die irgendwo, wie soll ich Ihnen sagen, über 3-4 Wochen gehen oder 5 Wochen, dann ist das halt nicht so willkommen bei euch oder wie auch immer. Ich kann es nicht erklären. Ihr wollt wahrscheinlich immer mehr so abgeschlossene Projekte haben, und da werde ich mal gucken, ob ich das dann irgendwie anders zusammenschneide, dass ich vielleicht an mehreren Projekten in Zukunft gleichzeitig arbeiten werde und dann versuche, die zusammenzufassen, dass ich dann immer ein Video bringe zum Projekt A, dann fertig gemacht, was von den letzten 3-4 Wochen war, Projekt B oder irgendwas in der Art, ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr auch Ideen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, oder vielleicht ist auch alles so in Ordnung, wie es ist, dann sagt mir es auch gerne, dann kann ich so weitermachen, wie es war. Ich brauche immer so, ihr habt es an den Arkaden gesehen, das dauert jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Wochen hat das gedauert. Und wenn das zu langatmig ist, dann lasst es mich einfach wissen, so habt kein Problem. Jetzt mal zum anderen Thema. Ich stehe ja gerade vor einer grauen Leinwand hinter mir. Das ist also nicht zum Dia gucken wie früher, wo man sich die Fotos so rangeworfen hat, sondern hier tatsächlich hier hinter befindet sich ein Teil meiner Modelleisenbahn. Das heißt, dieser Teil, der hier, ich krieg's nicht komplett drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich muss mal mit dem Gimbal nachher rumlaufen oder sowas mal sehen. Oder ich blende. Ich werde es vielleicht noch anders machen. Es ist immer noch nicht das Special, wo ich alles vorstelle, wie so eine Komplettübersicht mal durch das Zimmer durchgehen jetzt hier. Das werde ich wahrscheinlich separat nochmal machen. Heute will ich einfach mal gucken, wo es in den nächsten Tagen oder Wochen auch hingehen wird und mal euch erklären, welche Teile als nächstes drankommen werden. Und damit wir da mal eine kleine Übersicht haben. Wie gesagt, das Rollo hinter mir, ich kann es hochmachen. Ich habe hier einen kleinen Schiebeschalter dran. Und das mache ich jetzt auch mal. Vielleicht hört man es auf dem Video rauschen, ich weiß nicht. Und es quietscht ganz erbärmlich. Vielleicht brauche ich mal einen Tropfen Öl. Und wir sehen, dass die Anlage sich hinter mir sozusagen enthüllt. Und die habe ich ja mal gesagt, die ist ja im Grunde genommen hier so da, wo hier dieser weiße, diese Null ist. Ist das eine Null oder eine Zwei? Nee, eine Zwei. Die Null ist dann hier seitenverkehrt. Und jetzt ist praktisch mein Rollo oben. Jetzt habe ich die Anlage hinter mir und ich sehe gerade, dass ich das mittlere Modul, ich gehe mal ein bisschen beiseite, offen habe. Und das war jetzt nicht wirklich geplant. Schlechte Vorbereitung, Uli. Nein, ist eigentlich auch völlig egal. Ich bringe sowieso nachher separate Bilder noch rein oder auch Videoschnipsel. Und hier sehen wir nochmal, was ich ja gemacht hatte. Anfang des Jahres war es, hatte ich ja dieses Modul gebaut mit dem kleinen Stellpult hier vorne dran. Und hier unten sehen wir auch die Weichenantriebe, wo hier vorne die Antriebe sind. Und das sind diese ganzen Holzleistchen, die nach hinten gehen, die sozusagen meine Anlage oben ansteuern, wo ich jetzt gerade gebaut habe. Wo auch die Weichen von den oder unter den Arkaden sind, das geht alles da mit runter. Und dieses Modul hier, das kennt ihr ja vielleicht, außer vielleicht die ganz neuen Abonnenten, das kann ich ja zuklappen. Und jetzt sehen wir schon im Hintergrund, da hinten sind ja die Arkaden. Und das hier vorne ist das Austauschmodul, wo ich jederzeit später sagen kann, das schiebe ich jetzt hinten ran, wo ich dann jederzeit sagen kann, dass ich das austausche. Das heißt, wenn ich den Hauptteil der Platte der Eisenbahn hier vorne mal austauschen möchte, dann kann ich das gerne machen. Und dann kann ich das dann entsprechend ein anderes Thema hier vorne reinbringen. Ja, einfach um diese Anlage, die ich hier habe, ein bisschen verschieden mal zu gestalten. Ich mache mal das Licht jetzt noch an, das habe ich hier oben. Das ist das Licht, was jetzt hier vorne dran ist. Und dann gibt es ja das, wenn ich es wieder ausmache, das Licht, was dahinter an ist. Das heißt, das beleuchtet da oben mein Dobbing im Bahnhof. Und ich kann auch beides anmachen, dann habe ich es eben
richtig hell auf der Anlage, dann ist auch der zweite Teil mit sozusagen beleuchtet. Und ja, nur dass man das mal gesehen hat, so im Größenverhältnis. Ich bringe ja immer, wenn ich jetzt nochmal hier zuklappe, ich kann es bloß nicht richtig zuklappen, weil, oder ich kann es schon, ich muss mal gucken, nee, da sind hinten diese kleinen Stangen drin. Wenigstens, dass ich es mal ranschiebe etwas. Das ist ein bisschen hakelig gerade, merke ich, aber ist egal, ich will es einfach nur, ja gut, ich krieg's gerade zu. Dann klappe ich das hier rum. So, und dann ist die Anlage jetzt hier vorne geschlossen. So, jetzt sehen wir das. Hier hinten sind die Arkaden, die ich als letztes gebaut habe, wo ich alles begrünt habe. Da oben ist Nöppingen da hinten. Ja, und das Ganze ist ja, wir sehen es ja hier, in einem Schrank eingebaut. Hier vorne ist ja mein Testkreis. Hier sieht es ein bisschen wüst aus. Hier unten, hier bin ich ja am Bauen, weil die ganzen Digitalsteuerungen, die hier unten so zu sehen sind, die fliegen ja jetzt irgendwann raus. Das möchte ich nicht mehr haben. Das kommt also alles hier unten drunter auf die Platte. Deswegen machen wir mal hier wieder schnell zu. Das ist so interessant im Moment gar nicht. In der Richtung da hinten, das seht ihr jetzt auf dem Video gar nicht, ist die Brücke. Da kommt der kleinere Teil der Anlage noch ran. Und wie gesagt, ihr selber steht mit der Kamera gerade auf der Anlage drauf. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt natürlich, wie gesagt, der Umbau. Ich mache es hier nochmal auf. Von der Seite ein bisschen schwierig gerade. Ich mache es jetzt nochmal auf. Das sehen wir hier auf der Seite hier drüben. Ich blende es aber gleich als Video nochmal ein. Da wird dann... Ach, lassen wir mal. Ja, ist ja zu. Dann, da werde ich dann die Weichensteuerung einbringen, die Beleuchtungssteuerung und so weiter. Das kommt alles hier hinten rein. Der nächste Teil, das ist, habe ich ja im neulichen Video schon gesagt, das wird der Bereich hier hinten werden. Das heißt, hier ist ja jetzt die Arkade soweit fertig. Und hier hinten die Brücke, das ist ja selbst gedruckt, bringe ich noch Detailbilder rein. Das wird fertig gemacht bis zur alten Wartungsstelle, die ja hier hinten irgendwo beginnt. Ich wär mal, oder nehme ich euch mal in die Hand, Moment, ich versuche mal das jetzt hier ein bisschen mal in die Hand zu nehmen. Jetzt bin ich auch noch angestoßen irgendwo. Und nee, das macht dich ein bisschen blöde. Und da werde ich euch dann zeigen, dass wir hier hinten einen Bereich reinbauen. Das bringe ich gleich als Video noch mit rein. Die beiden Ebenen, ich hoffe, ich kriege es jetzt mit drauf. Da hinten ist noch eine. Und ja, wie gesagt, das kommt als nächstes noch mit ran. Das blende ich aber gleich ein. Ich bin ein bisschen im Schatten gerade jetzt hier. Das blende ich aber euch noch mit ein. Da hinten sehen wir jetzt gerade die Brücke und wie die Anlage weitergeht. Und ja, das mache ich gleich ein bisschen detaillierter und dann melde ich mich vom Rechner sowieso aus nochmal. Und an dieser Stelle möchte ich euch nochmal recht, recht herzlich danken, dass ihr alle Werte die 100 Folgen nicht mitgemacht haben, aber zumindest, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich noch erinnert. Die Kamera, das wackelt jetzt ein bisschen, sorry, weil ich sie jetzt in Hand halte ohne Gimbal. Und ja, was wollte ich sagen? Ach so, angefangen hat ja alles damals logischerweise mit der Folge 1. Da hatte ich meine Spur Z noch geplant und da sind natürlich Aufnahmen drin, wo ich das Ganze hier noch leer habe. Das werde ich euch mal noch ein paar Bilder mit einblenden, dann könnt ihr euch das gerne mal mit anschauen. Aber ich würde sagen, ich bringe jetzt mal die Detailaufnahmen und dann können wir uns das Ganze noch mal in Ruhe und besser angucken. Ich gucke immer dahin, ihr seid ja hier drüben. Und alles klar, ich melde mich gleich vom Rechner nochmal und bringe euch ein paar Bildchen rein, ne? Ja, und nun zurück vom Schreibtisch halt, vom Rechner aus. Wie mache ich jetzt weiter? Das hatte ich ja schon ganz kurz angesprochen. Zuerst habe ich natürlich das Projekt noch vor mir, was ich ja schon gesagt habe, was ich jetzt hier unter der Platte machen möchte. Im Moment schraube ich jetzt hier gerade den zweiten Teil meines Kabels an, was oben zu dem Modul geht, was ich hier unten einstecken kann. Ja, wenn ich das ja mal tauschen will, dann muss ich einfach bloß das Kabel ziehen und da habe ich alles Nötige dran, was ich brauche. Funktioniert recht gut, hat sich schon bewährt, sind zwar noch nicht allzu viel Kabel dran, ich glaube 8 oder 10 Stück habe ich bis jetzt dran. Und ja, dann kommen lediglich noch ein paar Steuerungen mit drüber, die ich unbedingt von dem großen Schaltpult vielleicht machen muss. Alles andere wird ja sowieso direkt vom Modul ausgesteuert oben. Und ja, klappt recht gut. Die nächsten Schritte sind natürlich dann im Anschluss, dass ich die gesamten Kabel, die sehen wir hier auf der linken Seite, zumindest einen klitzekleinen Teil davon, die da praktisch nach unten, die gehen erstmal jetzt nach hinten und dann verschwinden die unter dieser Platte und gehen dann auf diese
Schublade, die wir vorhin da rausgezogen haben. Hier vorne sehen wir auch so ein Loch, das war hier ein paar Kabel runter, weiter hinten gehen noch welche runter. Aber ist ja egal, zumindest kommen die alle wieder raus, weil ja die ganzen DigiKeys unten alle verschwinden werden. Beziehungsweise die will ich ja sowieso komplett ersetzen, die will ich gar nicht mehr haben. Ich möchte ja, ich habe es ja schon zigmal erwähnt, ich möchte ja nicht mehr digital steuern, sondern ich möchte Knöpfe drücken und das kommt natürlich alles dann unten hin. Dafür muss ich natürlich, bevor ich das eigentliche Schaltpult mal bauen kann, muss ich natürlich hier oben erstmal alles ja, fertig haben. Sonst brauche ich hier unten nicht anfangen. Ich möchte ja auch irgendwann mal ein bisschen fahren können. Und deswegen muss ich das so Schritt für Schritt machen und dann immer so eine Hauruck-Aktion, wo ich dann das dann entsprechend dann machen kann. Und damit ich die ganzen Kabel dann erst überhaupt alle ansprechen kann, ansteuern kann oder zumindest mit sie auch von dort weggehen, verwende ich ganz gern Lüsterklemmen. Die haben sich recht gut bewährt. Ich wollte es ursprünglich alles verlöten oder auf, ja, verlöten auf Lochrasterplatinen, dann die Kabel hinten ranlöten. Da habe ich gedacht, nee, wozu eigentlich? Das ist gar nicht notwendig. Die Lüsterklemmen, die schließen so gut. Kann ich ruhig nehmen. Hier sehen wir es schon, da habe ich die Beschriftung mit dran. Da habe ich es ganz grob erstmal unterteilt. Hier habe ich jetzt mit dem Messgerät schon ein bisschen gearbeitet, weil ich habe ja schon ein paar Kabel jetzt verlegt. Und ja, das ist ein Projekt, was ich jetzt demnächst angehen werde. Und ich werde es vielleicht so machen, wie ich mal gesagt habe. Entweder mache ich es komplett immer fertig und zeige es euch dann. Oder ich zeige euch die, ja, die Baufortschritte. Da müssen wir mal gucken. Mir wäre natürlich Letzteres lieber, weil ich dann wirklich sagen kann, guck mal, das habe ich letzte Woche gemacht, das passt zu dem Thema Wochenupdate vielleicht viel, viel besser. Und ja, aber wie gesagt, lasst mich wissen, wenn irgendwas zu langatmig wurde oder ist, dann sagt mir das ganz einfach. Hier mache ich jetzt praktisch Folgendes. Die Strecke, die hier verläuft, geht ja rechts zu den Arkaden und dann links verschwindet es ja nachher in meinem Schrank, in der Wendel drin. Ach, egal. Und da muss ich jetzt natürlich mir immer noch ein bisschen Gedanken machen, wie geht es ja da weiter? Ich kann ja das nicht so lassen. Also habe ich mir jetzt Zwischenplattformen eingebaut. Einmal dort oben sehen wir sie ganz gut. Die liegt jetzt erstmal nur lose drauf. Ich zeige euch jetzt nur einen der nächsten möglichen Dinge, die ich angehen werde, will. Also ihr wisst, versteht. Und da brauche ich natürlich, muss ich ein bisschen zumachen alles. Da müssen ja noch Dinge hin, die dann irgendwo untergebracht werden müssen. Das kann ich ja nicht alles so offen lassen. Da soll ja noch Landschaft gebaut werden und so weiter und so fort. Und das muss natürlich dann irgendwo vorbereitet werden. Das geht natürlich nur über solche Zwischenebenen, wo ich dann sagen kann, da verschwinden die Züge drunter. Da oben muss ja sowieso mehr Platz noch hin. Das kann ich ja nicht so lassen. Da die Brücken müssen ja irgendwo rüberführen und nicht irgendwo nur so Gleis, Gleis, Gleis unten drunter, sondern eben ein bisschen mehr. Und das ist eben die linke Seite, die ich hier angehen will. Unten habe ich mir so einen Halter da gebaut, wie auch immer, dass ich das auch noch abstützen kann. Und hier praktisch die Sicht ganz unten drunter, wo ich jetzt hier sozusagen drüber das Stativ stehen habe. Das ist das Modul, was wir vorhin hochgeklappt haben. Da steht jetzt sozusagen die Kamera drauf und das ist der Blick nach links. Und das Gleis, was wir da unten drunter sehen, genau wo ich jetzt da so unterhalb der Kleberflasche, das ist ja das, was zum Modul von der links hinten Seite ranführt sozusagen. Und ja, das verschwindet auf der linken Seite natürlich auch da unten drunter, ist klar. Da unten rechts sehen wir das Gleis, was nie geplant war, aber trotzdem gebaut wurde. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Und ja, so sieht das praktisch aus. Und das sind so die Dinge, die ich als nächstes mal so ein bisschen angehen werde. Ich muss mich halt entscheiden, will ich jetzt hier nach links bauen oder will ich jetzt die Elektronik weiter verbauen oder was möchte ich? Ich hätte auch die Möglichkeit, hier oben links die Plattform weiterzubauen. Die wird ja noch ein bisschen vorgezogen, das wurde dann zugemacht und da ist ja so eine Art Güterverladestelle da oben, wo dann eine Landschaft hinten rankommt. Aber wie auch immer, ich habe erstmal jetzt meine Anlage gesäubert. Da habe ich ja ziemlich großes Chaos hinterlassen. Man sieht sogar die Spuren da hinten, wo ich eben Staubsauger lang gegangen bin. Also ihr könnt euch vorstellen, was da für Dreck liegt. Und dann bevor ich jetzt hier Probefahrten machen kann und möchte, ich möchte ja endlich mal wieder mein Rollmaterial mal in Bewegung setzen, muss ich natürlich die gesamten Gleise auf meiner Anlage reinigen. Und das ist natürlich eine Arbeit, das kennt ihr alle selber, das ist eine Schweinearbeit. Ich bin eine ganze Weile schon nicht mehr gefahren, habe viel, viel gearbeitet, habe wahnsinnig viel Dreck gemacht. Obwohl ich meine Arbeiten alle verlagere in meine Werkstatt. Also jetzt Dreck mach, Arbeiten
es bleibt nicht aus. Man hat doch mal was, da sägst du hier was, da spachtelst du dort was, dann musst du da ein bisschen von dem Spachtel wieder abschleifen und so weiter und so fort. Und das macht natürlich alles Dreck ohne Ende. Und dem muss ich erstmal jetzt wieder Herr werden, sodass ich sagen kann, hier geht es erstmal normal weiter. Das nächste, was nämlich kommen wird irgendwann, sind die beiden abnehmbaren Teile unten, die dann praktisch nach oben gebaut werden. Ihr werdet sehen, was ich mir dabei gedacht habe. Und dasselbe ist übrigens auch nach rechts. Da ist ja auch so wahnsinnig viel Dreck, was da entstanden ist. Der Tomix Reinigungswagen, der sieht aus wie aus dem Müll gezogen. Das Ding ist kein Vierteljahr alt. Aber den kann ich abwischen, habe ich schon gemacht. Das ist wirklich bloß Staub und ein bisschen Dreck, was da oben drauf rumliegt. Das Gitter von dem Saugteil, das habe ich vorsichtshalber abgenommen. Das stört mich also alles nicht. Aber alles, was da oben ist, das muss jetzt gereinigt werden. Und dann geht's endlich los. Ein weiterer Projektteil wäre rechts weiterzubauen, was wir da hinten sehen. Ja, hinter der Brücke der ganze Bereich. Das ist ja auch so viel nicht. Aber trotzdem, ich möchte es ja schön haben und da muss ja doch einiges gemacht werden. Und auch das wäre eine Variante. Was zum Schluss erst drankommen wird, wird das vordere Modul sein, was wir hochklappen können. Das mache ich also erst ganz zum Schluss, wenn die Bahn praktisch hinten und links und rechts fertig ist. Die beiden Teile da hinten meinte ich übrigens, da muss ja noch hochgebaut werden. Die sind ja auch abnehmbar. Und das ist auch einer der nächsten Projekte. Das kommt also alles, bevor ich das Modul hier vorne machen werde, wo ich dann irgendwann auch mal ein anderes nachbauen möchte. Das muss natürlich in dem Fall noch fertig werden, sonst hat das keinen Sinn irgendwo. Hier klappe ich das mal hoch, hier sehen wir rechts, wo das praktisch sich alles befindet. Das ist natürlich jetzt noch, da fehlt alles, da ist kein Kabel weiter angeschlossen, da ist noch nichts weiter dran. Und da kommt es zumindest hin und der Bereich davor, vor diesen ganzen Kram da hinten, da kommt natürlich dann die Lichtsteuerung hin, da kommt die Modulsteuerung hin, also nicht Modulsteuerung, sondern die Lichtmodulsteuerung, wo ich dann sage, meine Laternchen sollen mal flackern zwischendurch oder irgend sowas in der Art, das habe ich schon da. Das kommt also alles da vorne hin, weil nämlich die gesamten Kabel von irgendwelchen Beleuchtungen, die hängen alle auf meiner Anlage einfach noch runter. Ich habe zwar alles verlegt und festgemacht, aber da hinten sehen wir so die Kabel, die alle so runterhängen, da schräg, das sind alles von LED-Beleuchtungen, die wir haben noch richtig verlegt, aber da muss ich mich natürlich entscheiden, welche wie angesteuert werden soll. Dann werden sämtliche Lampen, Laternchen, Signale bekommen Drehputtis dran, wer das kennt, damit ich die hell und dunkel drehen kann, weil zum Beispiel das grüne Signal da in der Mitte, das ist mir zu hell. Ja, das möchte ich gerne mit einem Putti runterregeln können, so dass es eben wirklich noch ein schönes, diffuses, grünes Licht ist, was man auch sehen kann. Aber ich möchte jedes einzelne Lämpchen regeln können. Ich weiß, ich habe wieder meine Meise, aber ich finde es halt schöner, wenn das gemacht werden kann. Verschiedene Lampen wie die Portalbeleuchtungen oder wie die Arkadenbeleuchtung, wie die Brückenbeleuchtung, die sind ja schon diffus, die sind ja schon recht dunkel. Das ist ja wirklich reines Nachtdesign. Und wenn wir vorhin mal geguckt haben, wo ich gesagt habe, mit meinen Beleuchtungen oben drüber, da fehlt natürlich noch das gesamte Nachtlicht. Das habe ich jetzt schon oben angebracht, das sind LEDs. Und die kann ich dann auch nochmal verschiedene Helligkeiten einstellen, so dass ich ein schönes Nachtdesign haben werde, wo ich nicht im Stockdunkeln fahren möchte. Ich will ja ein bisschen was noch von der Landschaft sehen. Gut, dann würde ich sagen, mit diesem Übersichtsblick, mein Drucker hier unten druckt gerade. Das kommt aber in der nächsten Folge 101, weil ich euch mal zeige, was ich da gerade angefangen habe zu drucken. Das ist nämlich auch eine recht interessante Geschichte. Und dann würde ich sagen, macht's schön gut, bis zur nächsten Folge. Das wird dann die 101 sein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.